Hallo und willkommen zu meinem Video. Ja, also, Leo kriegt nochmal was ins Mäulchen, damit er Ruhe gibt und weiter geht's. Was hat sich geändert? Was ist neu? Was ist durch die Häufigkeit? Hat sich mehr herauskristallisiert? Also, ich hatte ja schon immer so, dass ich nicht reden konnte. Und was für mich jetzt neu ist, was ich aber auch für mich selbst sehr bewusst mich entschieden habe und durchziehe jetzt gerade ist, sonst ist es ja immer so, dass ich nach einer gewissen Zeit knödeln kann oder abgehackt reden kann. Und jetzt merke ich so in der Zeit der letzten Monate, weil es halt so oft passiert, macht das keinen Sinn für mich. Also selbst wenn ich dann an einem Punkt bin, wo ich knödeln könnte oder abgehackt reden, gebe ich zu, bleibe ich trotzdem weiter eher tendenziell still, weil ich mir denke, lieber die Klappe halten und das Hirn sich in Ruhe holen lassen und hoffen, dass es dann schneller geht, als sich Mühe geben und extra noch mehr Arbeit fürs Hirn zu machen. Ja, die Motorik, die ist ja auch schon immer bei mir ein Problem gewesen. Aber im Moment ist es so, dass ich oft, meine Füße haben nicht so ein Gefühl drin. Aber laufen kann ich, aber Treppensteigen ist jetzt zum Beispiel nicht. Aber auf geraden Ebenen und so kann ich relativ gut laufen. Dafür habe ich extreme Probleme mit der Schluckmotorik. Also Essen ist teilweise für mich komplett stundenlang nicht möglich. Und ja, das ist halt dann schon etwas blöd, wenn man dann eigentlich Energie braucht und vom Kopf her nicht schlafen kann, weil es einfach so rattert bei mir im Schädel. Und auf der anderen Seite aber auch nicht essen kann, wo man durch mich auch Energie bekommen würde. Aber naja. Ja, noch. Ja. Also, wir vermuten, dass das mit der Schluckmotorik davon kommt, dass ich ja in dem Moment, wo der Knall kommt, mich anspanne und dann den hier mache und dann da sich Muskelkater entstanden ist. Einfach. Ja. Und dass es deswegen eben mit dem Essen gerade schwieriger ist. Ja, was gibt's noch? Was ist noch anders? Was ist noch neu? Ich schlafe gerade gerne Mittagsschläfchen. Die sind ganz angenehm. Die helfen. Also ich habe das Gefühl, mehr Schlaf oder weniger Schlaf bringt da ehrlich gesagt auch nichts. Aber es bringt mir insofern was, dass ich einfach, ja, ich sehe aus wie ein Dachs zum Teil. Und ich habe so die Hoffnung, dass ich vielleicht zumindest ein bisschen weniger dachsig bin, wenn ich den Schlaf so ein bisschen versuche. Ja, für mich aufzuholen. Ich habe eine neue Kanne gekauft. Die ist total, also die hat diesen Game Changer, wie man so schön sagt. Ich habe jetzt eine Pumpkanne, wo man dann Wasser, heißes Wasser Mama mir morgens reinmacht und ich dann mir einfach selbstständig einen Tee machen kann. Und das ist so eine Selbstständigkeit, die ist mir unglaublich wichtig und es ist so schön, dass ich die jetzt wieder für mich habe. Auch in den Zeiten, wo es nicht geht. Also das verändert sehr viel. Ja, was kann ich noch erzählen? Nicht unbedingt sowas, was man gerne erzählt, aber ist halt nun mal so. Ohne Röhrchen ist bei mir gerade trinken überhaupt nicht möglich. Ich habe, weil es einfach, wie gesagt, Schluckmotorik und sonst würde ich mich furchtbar verschlucken und darauf habe ich, wie gesagt, auch keine Lust. Und ich halte mich auch weit fern von scharfen Dingen, weil ich habe oft sehr zittrige Hände von der Anstrengung und der Mühe und allem. Und da möchte ich dann ehrlich gesagt nicht unbedingt mit scharfem Zeug hantieren, weil da die Verletzungsgefahr doch existent ist. Ja, so alles in allem ist halt auch blöd fürs Zimmerprojekt, weil eigentlich war geplant, dass ich im Januar den Schreibtisch aufbaue und dann im Januar auch mein neuer Schrank aufgebaut wird. Und jetzt haben wir schon Mitte Februar und ich habe noch gar nichts erreicht, weil es halt im wahrsten Sinne des Wortes so ist, dass ich halt
Wenn du kaum laufen kannst, kaum Ding, die willst dann schwere Kartons tragen. Ja, gut. Ich würde dann sagen, da beende ich dieses Video, weil mehr hat sich nicht geändert. Das ist einfach, sonst ist es wie sonst auch immer. Ich habe tendenziell manchmal leichte Kopfschmerzen. Vor allem dann, wenn die Stimme zurückkommt, habe ich unglaublich, kriege ich Kopfweh. Also ich weiß auch nicht, jedes Mal. Naja, ja, das könnte ich erzählen, dass es tatsächlich ist. Gehört jetzt zur Kategorie, vielleicht hilft's. Ich habe jetzt, also meine Mom und ich, wir haben gemeinsam herausgefunden, dass wenn man danach die Seite massiert und den richtigen Punkt erwischt, dass es helfen kann, die Blockaden zu lösen. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch, wenn einfach mal probieren. Einfach probieren und das Beste hoffen. Und ja, mehr kann ich euch da eigentlich auch nicht mit auf den Weg geben. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch dazu erzählen kann. Ich schreibe mir mal gerne in die Kommentare, wie es bei euch so ist, ob ihr auch Veränderungen merkt. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.